Recht herzlich willkommen zur neunten Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind da wieder drinne. Und was haben wir letztes Mal gemacht? Haben wir noch Rakete umgebaut oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin aber überlegen, ob das noch Sinn macht, mit so einer Rakete versuchen hochzukommen. Weil irgendwie kommt es mir vor, als ob wir ziemlich viel Gewicht haben und das ist unser Problem. Wir laden mal die alte. Und dann bin ich echt am überlegen, dass wir da was ballastmäßig abwerfen. Erstmal hier das weg. Das weg. Den Decoupler. Den lassen wir mal noch da dran. Und würde jetzt sagen, wir machen mal das weg. Schmeißen das weg, machen das wieder dran. Und setzen jetzt noch eine Feststoffrakete darunter, eine große hier. Versuchen das auf die Art und Weise vielleicht mal hochzukommen. Oh, das war ein bisschen viel hoch. Ich glaube, so geht's, oder? Oder muss ich dann noch... Warte mal. Ein bisschen rauszoomen. Ne, das ist schon. Der Schatten ist gar nicht da jetzt. War da nicht immer ein Schatten zu sehen? Na, weiß ich auch nicht. Und würde jetzt mal sagen, wir probieren es mit so einer, oder? Machen wir da mal eine 1 hinter und save. Hier müssen wir jetzt noch gucken, dass wir das ändern, aber das passt. Ja. Gehen wir mal raus. Und irgendwie müssen wir sofort hinkriegen, dass unsere Flugkurve in die richtige Richtung geht, ne? Jetzt muss ich hier auch noch rumhusten. Und sie muss da natürlich auch rein. Und dann können wir schon starten eigentlich. Jetzt muss ich hier auch noch rumhusten. Mal gerade einen Schluck trinken, damit da nicht der Hustenreiz weggeht. Wurde gerade der Kraftstoff in die Rakete geladen. So, da steht sie jetzt. Machen wir mal das SAS an. Also wenn ich nach links jetzt drücke... Warte, das Meer ist ja da. Wir müssen irgendwo in diese Richtung. Also müssten wir unsere Rakete auch sofort nach dem Start auf diese Flugrichtung etwas bringen. Ist schon schwierig, ne? Machen wir gerade nochmal die Karte, dass wir die richtig haben. Also wir sind hier, müssen da irgendwo hin. Oh, jetzt habe ich die Tab-Taste gedrückt. Jetzt kann man durch das ganze Sonnensystem wahrscheinlich durchgehen. Auch schön. Aha, aha. Ich gehe mal wieder rückwärts. Vielleicht komme ich ja dann wieder zu uns. Eine Rocket ist der Fokus. Okay, passt also. So. Wieder in diese Ansicht. Und dann würde ich sagen, starten wir sofort los. Und ich sehe zu, dass wir sofort nach links irgendwie rüberkommen. Ah, die ist jetzt nicht gerade die schnellste, ne? Ja, und der... Obwohl ich nach links lenke, will der schon wieder in die andere Richtung, ne? Ist doch nicht wahr, oder? Jetzt erst. Tja. Gucken wir nochmal rein. Jetzt geht die Flugkurve aber darüber. Täuscht das jetzt hier irgendwie so ein bisschen? Kann auch sein, ne? Ah, den Navball mal bitte an. Was war das? Teile, die wahrscheinlich schon vorher runtergeflogen sind, gehen wir von aus. So, jetzt aber bitte
hier lang und ich glaube, der Kraftstoff ist dann alle, ne? Also das hat es auch nicht gebracht. Schade. Aber die Apoapsis liegt noch momentan im Orbit, fällt aber, das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wir können noch was abtrennen, vielleicht schaffen wir es dann. Dann fällt er weniger. Vielleicht können wir eins der beiden Sachen ja schon erreichen. Weiß nicht, ob man da irgendwas mit erreichen könnte. Ja. Wir haben 1000 mehr, 1500 mehr als der Flug zum Orbit ist. Also es könnte gelingen, dass wir hier einen suborbitalen Flight on Kerbin schaffen. Da hätten wir ja schon mal einen Teilerfolg, ne? Wenn er dann zählt, das ist die nächste Sache. Wenn 65.000 Meter sind, dann sind wir raus aus der Atmosphäre. Also wir waren gar nicht mal so schlecht gerade, ne, oder? So. Aber das ändert sich hier nicht. War das nicht 65.000 Meter? Es kommt leider keine Musik. War es doch ein bisschen mehr. Ich dachte, es wären 65.000. Schade. Klappt nicht. So, wir müssten in diese Richtung steuern. Um dahin zu kommen, wo sie hin will. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Wenn wir jetzt noch was hätten, ne? Ja. Schwierig, was da man raus machen muss, dass das klappt. Waren es doch 70.000 Meter, aber hier, ihr Zuhause ist hier irgendwo, glaube ich. Tja. Irgendwo da ist das. Das Observatorium oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht, wie hoch das hier ist, ne? Habe ich mal besser angehalten, ne? Das sieht nämlich verdammt hoch aus. Hoffentlich kullern wir da nicht irgendwie gleich noch runter oder so, aber es sieht so aus, als ob wir da sogar passend runterkommen könnten. Da ist irgendwie so ein Krater. Interessant. Tja. An den höchsten Gipfeln sind wir schon vorbei. Der Landeplatz sieht eigentlich relativ cool da unten aus, glaube ich. Könnte sein, dass wir da sogar liegen bleiben. Wir sind schon gleich an der untersten Stelle in dieser Senke. Passt.
Starkes Bild. Die Bergungsarbeiten werden etwas schwierig sein. Aber naja. Sieht aber interessant aus, die Stelle da runterzukommen. Ja, stehen geblieben, ne? Nicht umgefallen. So, können wir bergen. Hat auch nichts gebracht. Schlecht. Ja, Daten haben wir wieder nicht gesammelt. Das hätten wir vielleicht mal machen sollen, ne? Da haben wir ein paar Sachen wiedergekriegt. So, am Geld liegt es momentan nicht so wirklich, das Problem. Irgendwie ist es die Rakete noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen mehr Vortrieb haben. Und den will ich jetzt dann doch dadurch erreichen, dass ich dieses Bauteil nehme und das doppelt noch da dran mache. So, die drei treiben uns dann hoch. Sieht doch ganz okay aus, oder? Ne, ich glaube, es muss ein Zacken tiefer. Dahin, oder? Ja, jetzt sind sie ein klein bisschen tiefer wie der mittlere. Das ist aber nicht, denke ich, verkehrt. Safe. Ja, dann würde ich sagen, soll's aber für die Runde reichen, glaube ich, weil das schafft man dann noch nicht wieder da hoch, oder? Ja, machen wir in der nächsten Runde. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.